Gut, dann sind wir jetzt auf Sendung und es ist Montag und es ist 2 Wochen her. Da haben wir hier die Muskattiere gegründet, ne? Basierend natürlich auf euren genialen Vorschlägen. Also begrüßen wir wieder Martin und Eddie. Hallihallo. Hi. Hi, hi. Hallihallo. So, mal bitte einmal den Mikrofon- und Akzenttest. Bitte, Martin, äußere dich mal einmal Schwäbisch oder Hallo, Sächsisch? schwäbisch genug. So, das hört sich doch schon mal gut an. Also, ich glaube, wir sind zu verstehen. Wenn nicht, dann lasst es mich noch kurz wissen. Ja, und wir haben, glaube ich, 3 Listen gespielt, ne? Ja. Also, wer heute den ersten Tisch aufmacht, ist eigentlich egal, ne? Egal. Seid ihr online? Wahrscheinlich schon, ne? Ich würde Ja. sagen, ich mache mal einen Tisch auf. Was haben wir gemacht? 24, 10 10, und 2. 10, 2. Dann wollen wir natürlich dabei bleiben. Ich glaube, wenn ich es noch richtig im Überblick habe. Achso. Achso. Aha, Wie aha. rum? Ja, wie umsitzen wir? Martin, Eddie, da, ist egal. Mach mal, wir kriegen das schon hin. Inzwischen seid ihr ja bekannt. Ich glaube, das kriegen wir hin. Okay. Ja, also wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, beim ersten Mal, wo es noch so ein bisschen Probe war, habt ihr mich so ein bisschen, glaube ich. Ich glaube, ihr habt mich angefüttert. Beim zweiten Mal hat Martin dann die Daumenschrauben schon mal richtig angezogen. Und alle warten noch, dass Eddie mal bisschen Ja, Material in die Flossen kriegt, ne? ich wollte gerade sagen, da gab es auch eine Dame, die sich so sehr gewünscht hat, dass ich auch mal eine Liste gewinne. Ja, ich glaube, das ist die Monika und Monika ist auch wieder da und ja, Monika, gut. jawohl. Moni, Okay, gut. wie Also, geht's pass auf, dir? ich drücke die Glocke. 1, 2, 3, los geht's, gut Blatt. Gut Blatt. Gut Blatt. Was ist jetzt passiert? Das erste Mal, dass ich gegen diese Menschen was gefunden habe. In 7 Listen. Also nicht, dass es ein mega großes Spiel wird. Oh. Oh, das hätte ja doch schon mal dusseliger laufen können. Ja. Ah, das Aha. haben wir auch gemacht, den Stich. Der sieht aber nicht schlecht aus. Also so. Der sah gar nicht so schlecht aus. Da kann man ja auch mal einen Buben spielen. So, habt ihr überhaupt noch, erste Frage nochmal, das ist auch immer nicht unwichtig. Habt ihr Kaltgetränke stehen oder Heißgetränke und worauf können wir anstoßen heute Abend? Ja, das ist noch eine gute Frage, worauf wir anstoßen können. Aber irgendeinen Grund werden wir finden wahrscheinlich, ne? Wir haben ja ein bisschen Zeit. Also, ich sag schon mal Prost. Womit haben denn Prost. die Musketiere immer? Was haben die denn damals so weggesüffelt? Wahrscheinlich Wein. In Wahrscheinlich Wein, Paris, der, ich weiß gar nicht, wann spielen ja. das? Spielen das? Martignon oder so. D'Artagnan. D'Artagnan, genau. D'Artagnan, Ich bin genau. Martignon. Ich weiß gar nicht. Ah, da. Das Getränk verschwindet im Sonnenuntergang. So, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe hier schon wieder einen taktischen Fehler gemacht. Ich habe 20 gesagt. Ich habe doch gar nichts hier. Was machen wir denn da mit euch? Martin hat einen Versuchsballon 18 gehabt. Ist das Die so? wollte ich bei dir ableuchten. Du wolltest mich ein bisschen treiben, ne? Wir haben doch, Na. haben wir nicht über Hebereizung demnächst gesprochen, wie unsportlich das ist. Jetzt hältst du meine 18. Ich bin wirklich am Aber es Überlegen. gibt Kombi-Geschichten, die in Ordnung sind. Es gibt Möchte ich Geschichten. annehmen. Also ich hätte eigentlich da, Okay. Martin hatte ja annonciert, bei ihm ist heute ein bisschen turbulenter Seegang, aber bis jetzt ist ja alles human. Der Martin, du. Oh. Ach, guck mal, ich habe gerade schon fast 5 Trümpfe gefürchtet, aber diese Befürchtung, die kann ich hier wieder erfreulicherweise einkassieren. Aber jetzt, Aber jetzt. was passiert jetzt? Oh, na dann. Machen wir einen Schnapp. Jetzt bist du schon am Überlegen. Siehste, dann muss ich ja vielleicht noch mal. Was hat der Martin? Dann hat der Martin doch auch noch ein Kreuz. Und der eine Kreuz, der langt mir doch. Guck mal, unter Pik Ass 10 Dingenskirchen hat er gespielt. Wow. Ja, Pik Lusche wäre etwas interessanter geworden. Dann hätte Martin auch mit Pik König eine Übergabe gehabt. Das wäre vielleicht eleganter gewesen, aber naja. Der war Ja, nicht gut, er so. braucht einen Bauern nicht spielen, ne? Wenn er einen Bauern nicht spielt, gewinnt er aber. Ja. Höchsten Trumpf in der Hand.
Kannst jetzt mal die Pikvolle von mir holen. Ich habe halt gar nichts außer Kreuz, 10, König, ja. Das war schon ein bisschen glücklich, dass da nur die beiden Bauern saßen. Das war ja auch ein bisschen auffällig gleich. Also manchmal hast du dann auch bei 4 Trumpf dagegen so ein bisschen himmlische Hilfe noch, ne? So, was haben wir denn hier? Auch ohne, das ging ja alles wieder, wie sagt ihr so schön, in Millisekunden. Ja, komm her. Was ging in Millisekunden, dass du deinen Trumpf Ass draufgelegt hast? Oh, das ist. Nee, dass du da das Herz Ass und dann Trumpf. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir können ja versuchen, mal im Gegensatz zum letzten Mal ab und zu noch ein bisschen nachzudenken. So, das kann ja manchmal auch nicht schaden. So, dann spielen wir nämlich hier mal Kreuz. Da schnappen wir da auf jeden Fall zu. Ja, gut, komm, wir nehmen leider kleine Verluste, müssen wir in Kauf nehmen. 61, 62, so ist so. Die Glocke ist da. Die Glocke hat Die wieder einen Glocke Anfall gefunden. ist da. Ja, 4 Trumpf und Kreuz zu dritt. Das stand schon mal schöner, das Spiel. So, wo Ja, sitzen wir denn? vor allem hast du aus Versehen in die blanke Kreuz-Lusche reingegriffen, sonst wäre da immer noch raus und gewesen. Was heißt denn aus Versehen? Ich habe, glaube ich, in Dutzenden Rätseln habe ich immer wieder rausbekommen, dass spätestens beim zweiten Mal der Blanke häufig Pflicht ist. Also Trumpf Gabeln zulassen hast du, das Seminar hast du noch nicht gegeben. So. Ja, das war ärgerlich. Kreuz Lusche war ärgerlich. Mensch, oh, was ist denn hier jetzt wieder los? Was ist denn jetzt schon? Was habe ich denn da wieder ausgespielt für einen Kram? Oh Was ja. hast du gesagt? Wie du hast gesagt, war das Ja. wirklich Karo 7? Ich stehe noch unter Schock wohl. Ob Wie kann man denn nach der Geschichte jetzt auf Herz Lusche kommen? Das ist ja auch unspornlich. Lass mich den Trumpfstich nochmal sehen. dieses Pikspiel, ja, dieses Pikspiel liegt immer noch im Magen. Oh. Na komm, wer abschmeißt, verliert. Kreuz Lusche. Martin, das Skalpell. Das kann. 0 Augen. Ich schnapp trotzdem zu. Der Sparfuchs ist unterwegs. Ah, ich glaube, das Spiel müsste ich doch gewinnen, oder? Glaube ich auch. Ich glaube, das Spiel müsste ich doch gewinnen. Obwohl. So, Monika ruft schon. Eddie, gib Gas. Und es sieht aus wie ein Smiley. Wahrscheinlich die Herz-Smileys gibt es noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie der Herr Schäfer auf Kreuz Lusche gekommen ist. Oh. Sowas von Wurscht. So, Sarahs Weltraumreise spendiert eine Dreierrunde Kaktuseis. So, und wir nehmen hier den. Ich wusste ja nicht, dass das so günstig mit Karo läuft, habe ich tatsächlich mal 20 gedrückt. Dafür hätte ich dann noch eine Kreuzlusche in der Abgabe. Aber. Ist das wirklich Kreuz blank gehabt? Kreuz. Asslusche hatte ich. Martin, wenn ich eine blanke aufgehabt Das ist Doppellusche, genau deswegen. Okay, ja, sorry. Kreuz Dame Genau, Lusche. Kreuzlusche hast du abgeworfen, deswegen. Ja, Ja. alles gut. Deswegen habe ich auch Kreuzlusche gelegt, weil du kannst da nicht die blanke gehabt haben. Das muss das blanke Ass treffen, das ist. So, es war auch Alles gut. okay. Was ist Schon jetzt kurz gemacht. passiert? Letzter Stich, Egal. Uhr 14, jawohl. So, Ja. okay. Okay, ich habe noch keine Asse gegen irgendwen verloren. Ey, schon wieder gut gefunden. Was ist denn heute los? Also, mal wieder. Ja. Kreuz 9. Oh, was ist denn hier passiert?
Ein eleganter Tiefschnitt. Er war das da gerade gestochen, hat er nicht. Da haben wir uns so rausgewurstelt mit dem Abstich, ne? Ganz easy. Ganz easy. Gegen euch beide ist das ein Gang. Oh, Karo 9, das kann nicht gut sein, Karo 9. Jetzt auch noch Karo 8. Oh, ach, Das wird immer besser. dann ist Karo 9 doch nicht so schlimm. Herz 9, aha. Was war denn das für eine Karte, Herr Däuber? Martin stellt Generell schlecht. Du musst Martin stellt mir aufpassen. ein Ja, ich wollte schon vor. Ach so, Gott. Schneider geschenkt bekommen. Ja, alles gut. Wahnsinn, Wahnsinn, Na, Wahnsinn. jetzt habe ich den Kreuzkönig da noch verbastelt, weil ich nicht irgendwie Ihr habt doch. euch perfekt ergänzt gerade in der Partie. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, guck mal, ein Lob von Eddie. Was gibt es Ja. Schöneres? Dafür sind wir, glaube ich, bereit, auch uns ein weiteres Mal perfekt zu ergänzen. Was Ne? waren das? 48 Cent geschenkt bekommen in dem Spiel von jedem Ja. 96. Jawohl. Gratulation. Verzögerter Kreuzbube, na dann müssen wir Karo König reinlegen. Verzögerter Kreuz. Du erkennst hier manchmal Verzögerungen, die erkenne ich nicht mal, du. Okay, ja. Dann war das wahrscheinlich doch was anderes. Okay. So, jetzt könnte ich auch mal gut finden, denke ich mal. Sage ich jetzt mal so. Es würde sich einfach so schön in das Blatt einfügen. Guck mal, Sehr wahrscheinlich. ich hab's geahnt, dass da so gut drin liegt. Und da liegt wirklich so gut drin. Machen wir das so oder halten wir noch so einen Ich weiß auch nicht, kleinen. ich muss versuchen, diese einfachen Farbspiele zu verlieren, auszulassen und mehr mich auf die Grands zu spezialisieren. Korrekt. Krank ist das Entscheidende. Spezialisieren ist gut. Diese Spezialisierung, die haben ein paar andere aber auch schon mitgemacht. Da bist du gar nicht der Einzige, der sich versucht, aufs Wesentliche hier Was zu ist das denn spezialisieren. jetzt für eine Nummer hier? Ja, die war link, weil es ging sowieso War nicht. auch noch lang. Es war ja 14 gedrückt, es war sowieso Schneider. Guck mal an, Führungswechsel. War kein schlechter. Lagen wirklich 21 im Stock. Keiner konnte sie besser gebrauchen als du oder wie Ja. du. Oh, der Schuss ist da. So, was haben Der wir denn Schuss da ist gefunden? da, die Bleide nahe drin. Wie war das eigentlich so? Ja, der Martin, der war Definitiv auf jeden gedrückt. Fall. Gefällt mir, dass du auch mit Pleiten umzugehen Ja, und vermagst. das wird nichts mit Bleide. Gut, wird nichts mit der Oh. Pleite. Schade. So. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich muss immer Stehkarten abwerfen. Wenn du nur noch Stehkarten hast, dann musst du Stehkarten abwerfen. Jetzt müssen wir das noch durchspielen. Was ist für die Kreuz hast du gehabt? Wunderschön. Puh, 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 puh. Jetzt haben wir hier wieder unsere üblich Verdächtigen. Ja. Egal. Antizyklisch bitte. Ich glaube, ich habe jetzt falsch getroffen. 18 haben wir, glaube ich. 18, 28, 33 und zwei Asse hat der Martin noch in der Hand. Ne? Jawohl. Wir sind raus. Alles okay. Oh, das gefällt mir schon mal nicht. Diese Auszeit alleine schon, diese Auszeit von Martin, die ist schon wieder sowas von Shame. Ich freue mich, hier liegt eine ganz andere Gewichtung wieder auf ganz anderen Details. Also das ist abwechslungsreich beim Ja, Skat. Ihr habt das ja gesehen, dass ich mit unseren kanadischen Freunden so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, das war ein bisschen anderer Skat, war auch sehr unterhaltsam. Also wir hatten richtig Freude, aber hier geht das schon wieder. Der Martin lässt mal 0,4 Sekunden die Maus ruhen und schon ist der Eddie vorgewarnt, ne? Kann man das so sagen? Ja, ne? Die kleinen und die großen Tails. sowas in der Richtung. Und ich sagte noch, konzentrier dich mehr auf die Grands und nicht auf diese Farbspiele. So, okay. Dann hast du doch 18 gesagt.
Ich hatte 18 gesagt und nachdem du gepasst hattest und Martin hatte 4,5 Sekunden überlegt, genau. Und dann halt. Okay. Ich weiß nicht, Ja, was. aber bei Martin, ich würde das, diese 4,5 Sekunden würde ich nicht auf die Goldwaage legen, weil er trauert vielleicht noch seiner verlorenen Pokerhand nach. Das Also kann auch am sein. anderen Tag hätte er vielleicht nur 3 Sekunden gebraucht. So, womit hast du denn da? Was war das da? Aha. Tja. Tja. Das sieht, oh, den stichst du sogar jetzt schon. Ja, ich glaube nicht, dass du noch einen hast, aber ich steche mal trotzdem. Ich glaube, so viel habe ich da gar nicht mit zu. So viel verliere ich da gar nicht mit, ne? Kann das sein? Gleich verkürzen. Weiß ich nicht. Ja, er hat, ist, Kreuz steht 2-2, das reicht ihm ja. Weiß ich nicht. Weiter sind wirklich. Ich glaube, ihr steht auf 44, aber ich weiß es auch nicht ganz genau. Ach. Gott, oh Gott, weit weg von 44. Ja, aber Martin, musst du nicht einfach Kreuz jetzt zurückspielen in dem Ich habe Fall? überlegt, ja, schon, ob ich greifen kürzen muss. Ja, Weil jetzt, wenn ich jetzt dann hänge ich am Ende mit den. kann schon sein, dass ich gleich verkürzen muss. Sehr wahrscheinlich. Dann Jetzt stehe ich ja. verstehe ich verstehe ja selber, guck mal, du musst ein bisschen verkürzen. Du meintest direkt diese Ja, Trumpfgeschichte stimmt. auflösen durch Ich weiß, dass du Kreuz zurückspielen Ass bei der. hast. Ja, das ist mir klar. Ich versuche gerade noch mal ein bisschen hier den Übersetzer zu machen, damit auch alle Ja, ich muss auch verstehen. verkürzen, definitiv. Gut, also du meinst, ja, es wäre direkt Kreuz zurück, dann geht nämlich am Ende keine Trumpfgabel und dann kann ich mir diesen, dann kann ich Als Karo den setzen. einen Extrastich noch machen. So, dann habt ihr jetzt was habt ihr gemacht? Beide gepasst, ist es richtig? Ja, sag ich mal 18, ne? Zack. Das war der Plan, das war der Plan, Daniel. Da muss ja was liegen. Also ich So. habe schon einen Schneider geschenkt bekommen und jetzt das Spiel auch sehr glücklich gewonnen. Also ich kann eigentlich schon wieder jetzt zufrieden sein mit allem. Du kannst zufrieden sein. Oh, jetzt dreht er durch. Herz 7. Ich werde mal so tun, als ob ich die Karte verrate, hier mit Kreuz 7. Ja, ich weiß es auch nicht. Oh, das ist ja wirklich wenig. Jetzt muss ich ja mal anfangen. Was habt ihr denn wieder vor? Ne, ich steche mal trotzdem. Man weiß nie, wofür es gut ist. Ja, und was ist mit Herz? Na gut, komm. Dann sollt ihr doch noch ein bisschen was in Pik einsacken. Und jetzt kommt Kreuz 10, wa? Jetzt kommt das Angebot. Jetzt heißt es plötzlich, wir haben einen Pikstich haben die Lumpen wieder rausge. 47, 47, 47. Einen Pikstich haben die Lumpen rausgeholt, aber das reicht natürlich nicht, denn ich hatte gut gedrückt. Ja, war nur Spaß. War nur Spaß. 47. Wenn ich nicht 14 gedrückt hätte, dann hätte ich mich wirklich erschrocken. So, was, wo sind wir? Meine Güte, geht das hier wieder schnell, du. Ja, ich glaube, den sollte ich nehmen, ne? Kreuz 10 kam ganz schön schnell irgendwie. Habt ihr schon 52 oder habe ich mich verzählt? Ich glaube 53, irgendwie sowas. Das kann auch sein, 53. Ich bin gerade hier im. Irgendwo bin ich gerade und versuche. Kann ich überhaupt noch hier viel falsch machen? Ich weiß überhaupt nicht, ob. Ui.
Dann hättest du noch was richtig machen können, Daniel, wahrscheinlich. Aber nur wenn du Pik König hast, sonst nicht. Nee, ich hab den. Wenn es jetzt keinen Stich mehr gibt, dann ist ja nichts zu machen. 58 haben wir jetzt, ne? Ich Und was machst du, glaube. was hättest du mit Karo 10 gemacht? Tja, wahrscheinlich hätte ich den mit dem Bauern stechen müssen, ungern, aber. Oh, ich kann auch zwischenspielen, bitte. Was Ja. war denn da? Hast du Pik 10 blank? Habe ich es richtig gesehen jetzt? Ich hatte mich verdrückt, ja, ich hatte Pik 10 blank, aber Martin Ich kam ja habe. nicht ran, Martin kam ja gar nicht ran mit Kreuz Jung, wie erwartet, um Pik unterm Ass zu spielen. Es war alles wieder mal ganz anders. Karo Bälle gedrückt, Karo Dame, König gedrückt, Pik 10 blank. Du hattest alle anderen Piken, logischerweise Martin, ne? Ich hatte noch eine kleine Trumpflusche, die hätte ich ja gerne da auch jetzt auf dem Pik, aber gut, Pik König wolltest du nicht nach dem Motto, dann der Ja, Daniel. fünfmal. Ja, du musst, die Lusche ist auch nicht so ein geiles Nachspiel, gebe ich dir recht. Erstmal das blanke Karo Ass hat er gedreht. Genau. Ja, das war vielleicht gar nicht so verwerflich jetzt in dem Spiel, aber Wie Herz König Herz angreift, da haben wir sofort gewonnen. König darf nicht kommen, glaube ich, an der Stelle. Ne? Herz. Genau. Ich muss ja wissen, dass er Herz Ass er hat. Das ist ja auch klar. War wieder zu schnell. Ja. Du kannst der Herz Ass nicht in der Karte haben, fast. Also, Sonst sind die Pik 10 drin. zweieinhalb Geschenke und ein Schneider. Wunderbar, es läuft heute Es Abend. läuft beim Eddie. Und ich glaube, das Ganze liegt daran, dass wir so ewig, Moni, Moni, Moni. nicht mehr Karten gespielt haben. Wir sind völlig. Martin trauert den Poker-Dingern hinterher. Martin, nein, ich Ich bin habe richtig. schon Ich hab bin gestern mir übrigens in der 18er-Rangliste wieder zwei Packungen eingehandelt. Das war also wieder mal legendär. Also, es war legendär. Ich bin völlig amok gelaufen hinten raus und das hat übrigens dann auch nicht hingehauen. So, was haben wir jetzt? Kreuz. Jetzt kommt Herz. Aha. Karo, aha. Aha. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ja, ich glaube auch. Was ist jetzt? Du spielst schon Trumpf. Ach Ja, der so. Martin will nicht, dann muss ich mal. Irgendeiner muss mal irgendwann Trumpf Da muss man öffnen. anfangen mit Trumpf. Anders geht's nicht. Aber der Martin hat auch noch Trümpfe da, glaube ich. So, komm her, hier. Gott, Gott. Was passiert jetzt? Mir kurz davor, das Ding zu schmeißen. Jetzt haut der noch Herz Ass rein, ich werd bekloppt. Ja, du hast Ach doch so, noch. mir brannt schon zu, aber Hast du nicht noch Trumpf über da? Ich denke, also, ja, dass ich habe der. doch gestochen den Ja, letzten. siehst du, siehst du, siehst Natürlich, du. Da war doch natürlich. keine Not. So, Martin. Martin gefällt mir Jetzt. bis jetzt heute Abend. Ja. Das finde ich aber lieb, Eddie, dass du auch. Dass du, da kannst du eigentlich ein bisschen mehr nochmal drauf rumreiten. Also, wenn ich Scheiße spiele, dann bist du immer sehr pikig. Aber bei Martin, dem geht ja fast alles durch, habe ich das Gefühl. Bis zu dem Spiel war er mir komplett sympathisch. Jetzt hat er mir wieder schön einen weggereizt. Naja. Okay. Aber mit Daniel im Gegenspiel 27, 30 weg, Karo Ass kriegt selten was. Ist der Karo Ass ist schon da. Tja, Und so. Überlegung auch noch. Ich werde verrückt. Ich werd, oh, jetzt doch Pik 7. Dann natürlich Pik 10. Oh, auch nicht. Wäre eigentlich wahrscheinlich logisch gewesen, dass die zuerst gekommen wäre, wenn sie blank gewesen wäre, aber wahrscheinlich zumindest. Ja, ich habe dusselig. Aber es geht Pik Ass König. Hast du wieder Ja. da in den auf bist du bei Euroskat drin und guckst jetzt wieder in den Skat? Das ist so wieder unsportlich. Ich kann Ach nicht in so, den Skat ja, schauen. Entschuldigung. Ja, ich bin bei Euroskat und gucke in den Skat. Ich hab, das vergesse ich natürlich auch immer wieder. Komm, Martin hat einen Lauf. Yep, lass Martin mich hat einen Scheiße Lauf. spielen und dann Der nächste vier ist bis genau fünf ein Trümpfer Gewässer. wird wieder ein bisschen schwieriger. Na, ging euch So. nicht. Letzter weiß sein Geld verspielt. Elster, Welster, grüßt euch. Monika sagt, go, Eddie, good. Jawohl, jawohl. Ich glaube, Eddie war selten so motiviert. So, was machen wir denn jetzt? Drehen. Tatsache. Oh. Da passiert. Kurz fassen. Ja, einmal noch Geduld. Oh, der Martin hat ja wieder.
Hast du das Tempo der Kreuz 8 gerade gesehen, Daniel? Das war sehr schnell, ne? Der Kreuz König kommt langsam jetzt. Ich soll jetzt, also das, du brauchst doch jetzt bei Selbstverständlichkeiten. Ja, 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 Ich habe ja, hier ja. so viele volle, ich musste sowieso jetzt einen loswerden. Aber gut, ich hab's gesehen, ja. Ich hab's doch gesehen. Okay. Ja, 18 Jahr, 20 weg. so habe ich das auch Ich mitbekommen. halte das nicht aus. Eieieiei. Das hältst du nicht aus und mischst dich Nee, auch ich noch halte ein. die Ja, Karte gut. gar nicht. Mal gucken, wie viel du aushältst. Guck mal, null. Ich musste 23 reizen, das ging nicht anders. Er musste 23 reizen und Martin musste 18 sagen. Ja, sehr überraschend, dass Martin bei 18 gehalten hat und bei 20 gepasst hat. Das ist sehr seltsam auf jeden Fall. Trotzdem Pik, trotz der ganzen Szenarien ein Pikspiel. Wir lassen uns doch nicht von zwei kleinen Reizungen ins Bockshorn jagen. Der Martin, der geht ran wie Blücher. Oder wie hat man gesagt? Das war nicht viel. Oh, das war gar nicht viel. Ja, ich glaube, ich muss Schneider spielen. Der sieht ja schon gegen vier Trumpf nicht gut aus. Ich mache noch einen, glaube ich schon. So schon aus? Ja, schon, ne? Ja, wir hatten drei volle, also. Naja, schon. Pik, König und 8, naja. Naja, vielleicht muss ich trotzdem Gang machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß Ja, nicht, ich habe. Umfrage. Dabei. Ja, der war natürlich. Ich habe vier volle, drei Asse, eine 10 Herz, dazu. Herz Ass 10 zu 5 hatte ich von der Farbe, die du frei warst. Das ist richtig. So, ich passe erstmal. Oh, Daniel hat Fahrt aufgenommen jetzt. Das gefällt mir auch. Guck mal, Martin, du bist nicht der Einzige, der hier gelobt wird. Das ist doch gut. Karo Spiel. 20er Reiz und Karo Spiel. So, komm her. Dieses Tempo, das war schon wieder sehr kritisch. Eddie, guckst du denn auch zwischendrin? Ich habe gerade einen Schluck Wasser getrunken. Hast du das denn überhaupt verfolgt Ja, hier? habe ich. So. Überab vor, nur dass ich was kommen ist, ja? Nee. Ja, das ist alles Scheiße. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel hat sich nicht zu unseren Gunsten entwickelt. Ja, 13 gelegt. Nee, ich auch, ja. Nee, So. es wäre. Pik war korrekt behandelt, aber er hat 13 gedrückt. Schade, auf jeden Fall. Das wäre wahrscheinlich schon spannender geworden, ob es zum Erfolg geführt hätte. Unsicher. Oh, weg, weg, ja. Also, das ist. Das war eine komische Einladung. So, können wir einmal hier wieder rasseln. Die Rassel kann hier auch für eingepasst mal hier halten, muss man ja auch sagen. Martin möchte wieder. Wer treibt mich so früh durch Nacht und Wind? Treibt euch doch mal ein bisschen in den Wahnsinn. Ja, Martin ist doch dabei, der gibt alles. Was Nein, musste ich jetzt wieder sagen? ich gebe 22? alles. Wie kann man denn jetzt bei 22 so eine komische Findung schon wieder aufnehmen? Ich bin ein bisschen verwirrt, das ist nicht gut. Was machen wir denn mit dieser Geschichte Bitte jetzt? nochmal ausdrücklich betonen, 2,5 Geschenke plus ein Schneidergeschenk bekommen. Ich bin bis jetzt zufrieden in der Liste. Tja, so rum oder doch so rum? Komm, wir machen den jetzt so rum. Warum nicht bei 20 Mann Grang spielen?
Ich denke, ihr wart bei 22. 22 waren wir auch. Ach, bei 22, mein Grang. Sorry, Eddie, ich wollte dich nicht auf die falsche Fährte locken. Ich habe aus Versehen mich gerade mal wirklich konzentriert. 22 weg war der Reizvorgang. Ja. Das Ausspiel dauert sehr lange. Das heißt, es ist der Feind könnte vor dir sitzen, Daniel. Ja, gut. Heißt das, du bist diesmal ausnahmsweise mal auf meiner Seite? Oder wie muss ich das interpretieren? Oder bist du bist harmlos, zahnlos? Also ich finde grundsätzlich, wenn du jetzt mal ein Geschenk bekommen würdest, warum so schlimm, theoretisch? Oh, Asse raus. Ja. 22 weg, Karo Junge, Pik Junge. Ja. Das ist das für eine Reizung, Bruder. So was macht man noch nicht, wenn man nicht Kreuzjungen hat, eigentlich. Ich weiß es wirklich nicht. Komm, ich hau mal einen bekloppten. Ah, das geht doch. Bild. Besser immerhin. Bilder ist nichts, immerhin. Pik kommt auf den Tisch. Ja. Muss sein. Pik kommt auf den Tisch. Pik kommt auf den Tisch. Herz kommt auf den Tisch. Viel haben wir bis jetzt noch nicht, auf jeden Fall. Na, jetzt wird es auch nicht mehr so viel mehr. Na, das ist ein Weihnachtsgrund. Ja, ich brauche ja nur noch einen. Ja, ich brauche nur einen vollen. Ich brauche nur einen alles vollen. Gut. Die 20er Reizung hat mich schon ein bisschen kirre gemacht. 22. Ja, auf 22. Du wolltest wirklich Pik spielen? Was heißt wollen? Die hatte mal drin, die Preise als Bauernland und Pik damals so dritt. Du hättest noch einen Bauern sogar gefunden, den ich ja auch gefunden habe, der hat mir auch gut getan. Ja, wenn ich so, bedienst du alle Farben? Wenn ich Pik ohne drum spiele, bin ich wahrscheinlich. Also wenn du alle Farben bedienst. Hast du Karo Ass und 7 gehabt, Martin? Nee, Karo Ass blank. Dann bedient Daniel Karo 7. Ja, ihr habt dann 6 Trumpf, aber alles mit. So, ja, wenn das Spiel verlangt, dann warst du Frühstück, das kann ich auch sagen. Ja. Da wird auch wieder steil gefunden hier, muss man sagen. Was machen wir steil, denn? Was bedeutet in Hamburg steil? Ja, unerwartet schlecht. Unerwartet schlecht, wenn ich bis 24 gereizt habe, hast das, glaube ich, dir schon mal von vorne und hinten wieder alles nicht. Ja, guck mal, wenn ich noch ein Gottvertrauen hätte, wie ich es noch vor x Jahren gehabt hätte, dann hätte ich mit diesem Aufschlag übrigens Grang getauft. Damals habe ich noch geglaubt, bei einer 24er Reizung sind die Buben auch wirklich immer verteilt. Das glaube ich inzwischen nicht mehr. Nicht mehr zwangsläufig. In dem Fall war es sogar so. Ist doch die 8er Tour lassen. Sieht ja so aus, ne? Wenn ich. Das muss ja fast so sein. Mensch, ich habe keinen Pik mehr, Daniel. Ja, ist doch gut. Da muss doch Martin erstmal die Pik 10 festhalten. Das, nee, der Pik König hätte auch gereicht. Ja, aber da auf die Idee, man kann das doch mal ein bisschen forcieren. Okay. Geht doch, wir spielen doch hier so schnell, da wird eingepasst, da wird dupp, 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 dupp. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht hier um kurz nach 10 mit 3 Seelen durch sind. Schreibst du bitte, Monika, ich war wirklich bemüht, aber diese Liste sieht auch noch nicht danach aus. So, hier raus mit Assen beim Grang. Das stimmt. Okay. Wer spielt Grang? Martin spielt Grang, wa? Martin spielt Grang. Das gefällt mir nicht. Überlegst du jetzt, welche deiner Luschen du reinlegst, oder was? Ja, genau so ist es. Ach, du ahnst es nicht. Na dann. Jetzt weiß ich, was Daniel überlegt hat.
Eddie, es ist einiges auf dich gewettet worden, übrigens. Hier geht es um fette Kanalpunkte. Lass sie nicht unter Druck setzen, aber das ist die Wahrheit. So, jetzt kommt Kreuz 10. Ja, was soll denn das jetzt bedeuten, Martin? Oh, was ist denn da passiert? Ja, er ist ja nicht zu mit Kreuz Ass Dame, hat er 58. Hat es ja immer noch geklingelt. Ja, natürlich, aber Karo 10 sah mir hier in dem Moment. Karo 10 wolltest du opfern im ersten. Wow. Naja, ich wollte es nicht. Ich habe es in Erwägung gezogen. Ich habe aber dann, ich meine, dann hat er schon ganz schön viel, ne? Dafür, dass ich drei Asse noch bedienen muss. Ich weiß ja nicht. Wenn, dann muss er Auf wahrscheinlich. mich wurde jetzt gewettet, dass ich diese Liste gewinne, oder wie? Ja, ich glaube schon. Ich Okay. glaube, mit dem Vorfall eben hast du deine Chancen unfreiwillig erhöht, ne? Wahrscheinlich. Mal gucken, wie unfreiwillig das hier noch alles wird. Cool. Eieieiei. Ei, verporten. Das für ein Aufschlag, Bruder. Herz 7 von Uni. Ach so. Ach nee, auch nicht. Jetzt kommt schon. Ich hätte ja fast schon Bock. Ich muss nur kurz mal nachdenken. Erstmal vielleicht so. Dann vielleicht den. Okay. An der Stelle habe ich die Nerven verloren. Na gut, ich glaube, jetzt kommt. Oh, Nicht. jetzt kommt jetzt erst. Dann war alles falsch. Sowieso Dann wurscht. hätte ich doch noch. Ich hätte Schneider gewonnen, wenn ich nicht so Hast du rum. doch, hast du doch, Immer hast noch. du doch. Ja, okay. Ja, Ja, der voll. Kreuz 10 war vielleicht, ich weiß es nicht. Muss man jetzt Dame nachspielen? Ja, komm raus, das ist Kommt kein er Gewinner zu. raus? Ja, Ja, kein Gewinnerzug, aber guck doch mal an, was jetzt los ist. Ich muss doch wieder rechnen. ich pass 5,70. auf für dich, ja. Jetzt brauche ich jetzt schon 90er, sonst hätte mir doch ein 72er gereicht. Das ist doch ärgerlich. Ich war eben knapp vorne, Eddie, kann das sein? Nee, Nee, nicht nee, ganz. Nee, 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 ganz nee, war knapp ganz nicht. knapp. Aber jetzt okay. Ein Ball sowieso noch. Also jetzt muss es klingeln. Ja, bei Passe, Passe. Zack. Uhu. So, es wurde auf Eddie gewettet. Das kann man natürlich so nicht stehen lassen. Das kann man so nicht stehen lassen. Kann man so nicht stehen lassen. Oh Gott. Cellino, besten Dank hier. Einmal. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Karo 7. Oh, der war gar nicht so gut. Der war ganz schön knapp, aber ich glaube, wir haben ihn gelöst. Es steht alles zu glatt. Zu glatt. Naja, Karo zu Kreuz stand gut. Das war entscheidend. Ey, und was haben wir denn da? Eine Schnapsrunde. Ja, Mensch. Alle haben die Wette verloren, auf jeden Fall. Ah, gut. Ja. Was für eine Aber Freude. So, gar selber nicht hingerichtet, Liste. selber hingerichtet. Gar nicht lange schnacken. Gleich die nächste Runde. Wer ist dran? Martin ist dran. Wer muss ich Ich muss. nach? Nee, Okay. wir bleiben so in der Reihenfolge, ne? So. Ich habe schon mal Ja. an dem Sieg der Liste geschnuppert, Moni. Kannst Es war ja jetzt auch ein bisschen unschwer. Ich hatte wirklich noch so genau gerechnet und mache ich ja sonst gar nicht, aber jetzt hatte ich wirklich genau Mach, gerechnet mach, und. nee, mach, machst du sonst nicht. Ist schon klar, machst du sonst Und. nicht. Weil Daniel immer so viele Buben bekommt, schreibt Monika. Ja, es lacht tatsächlich Pik Bube drin. Wahrscheinlich hat Monika so doll dagegen gedrückt, dass der Pik Bube im Stock liegt, dass er dann irgendwie vom Universum dort doch reingedrückt wurde. Ich weiß es auch nicht. So, jetzt legen wir mal die nächste Runde los. Martin eröffnet mit einem Kreuz. So. Verklickt. Das passiert tatsächlich auch, dass ich mich verklicke. Aber Ich weiß, wofür es gut war. wer weiß, wofür es gut war. Aha, Ja.
War Und egal. noch ein Überstich. Nee. Weil der Daniel immer so viel Buben kriegt. Vor allem an der richtigen Stelle hat er sie Ich gekriegt. weiß auch nicht, wie die Monika auf diese Behauptung kommt. Ich habe ja schon andere gehört, die auch gesagt haben, Daniel, bei dir gucken wir am liebsten zu, wenn du die Karten aufnimmst und so weiter und so fort. Aber ich glaube, was hier in den letzten Wochen los ist, hat Monika vielleicht mehr Buben gesehen oder bei mir zugeordnet, als ich hier selbst gesehen habe. So, was haben wir denn jetzt hier für ein... So ganz nebenbei erzählt er einen Roman und sticht dem Martin erstmal Karo Ass ab, so klein. Ja. Komm her, Mann, Ass. Mal ein paar Klärungszüge. Ach du Elend, guck mal an. Was ist denn jetzt passiert? Ja, das ist ja auch interessant. Ach, ich habe schon die andere Karte kurz überlegt. So eine Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich komme hier. Ich finde das ziemlich großkotzig hier, was hier passiert. Auf dem Ass wird abgeworfen, jetzt verliert der Daniel die Nerven und spielt. Oh ja. Ich bin wirklich gespannt, Daniel, ob wir noch hinkommen, dank deines Opfers von deinem Pik vollen. Hast du Ja, mitgezählt? nee, nicht so richtig. Wenn Ist jetzt. knapp auf jeden Fall. Ah ja, alles perfekt gespielt. Pik 10 war übrig. Ja, sonst, ich meine, so, wenn ich dich nicht auf den König, ich stehe auf zweimal Ass 10 Dame Lusche, wenn ich jetzt bei dir den König nicht treffe, Das ist Karo 9 im Gedanken, dann gell? ist Karo Lusche weg. Auf Scheiße. drei Augen, ich glaube, dann gewinnen wir nicht. Ich weiß es nicht. Also ich hatte das Gefühl, ich musste jetzt mal ein bisschen was ins Business reinstecken. Also ich hatte drei Bauern und Karo König zu viert Ja, jetzt kannst du auch zu dritt haben, das ist das Problem. Wenn da hinten ein langes Bild ist, alles schick. Und kein Karo Hand gereizt, obwohl ich sogar Ich habe eine eine seriöse Karte. Ich habe Sechster Turm mit Ass 10 neben Das dran. ist mir doch klar. Ausnahmsweise sogar mal eine seriöse Karte. Gut, gut, gut. So, und die sieht auch sehr seriös aus. Ja, da war ja gleich gar nichts zu machen. Ja, würde mir kaum kommen, Karo noch überlegen Vielleicht kurz. macht Buddha jetzt mal einen Alleinunterhalter in der Liste. Ja. Oh! Vielleicht haben wir da schon eins um die Ohren. Ich muss ein bisschen. Daniel! Muss bloß Ja. aufpassen. Hol die Glocke raus. Ja. So, Monika hat übrigens Eddie. Die Glocke raus! Monika hat nochmal auf dich gesetzt, Eddie. Das sage ich dir. Ein letztes Mal hat sie. Sie schreibt, Ein du. letztes Mal, aber ich habe doch davor gar nicht so viel falsch gemacht. Ich habe mich, war doch wirklich bemüht. Ja. So, wir müssen die Spiele. Naja, gut. So. Komm, hol die Glocke raus. Kommt die Glocke jetzt, Daniel, oder was? Ja, was soll ich denn? Ich habe sie doch nicht angefordert. Ich schwinge sie doch am Ende nur. Martin hat gesagt, das klappt. Ich weiß auch nicht, wo er diesen Optimismus Ich bin immer hernimmt. optimistisch, hallo. Oh Mann, Gang mit zwei Schneider wäre das wahrscheinlich gewesen. So. Was ist das jetzt hier? Den hat er auch noch, das gibt's doch gar nicht. Habe ich auch noch. Ja, dann schwächt. Ach, es ist aber auch verhext. Ja. Siehst du, und jetzt hat der Daniel wieder die ganzen. Die ganzen Buben. Wir wollen mal eingreifen. Du hast es so schön gesagt, Eddie. Was macht man hier eigentlich diese kleinen Farbspiele los? Ja, ich habe es eben wieder mal nicht gemacht. Oh, das sitzt ja auch ungewöhnlich hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Auf Mann. die Nummer hätte ich jetzt einen Bauern rauskegeln sollen, wa? Hier, einen gibt's noch. Ich glaube, ihr kommt sehr gut raus. War Warum vielleicht ein bisschen zu früh gezeigt. Ich gebe das zu. habe ich eigentlich nicht Pik ausgespielt? Dann wäre das. Achso, ja gut, die Bauern springen trotzdem, Wir sind zweimal Kreuz danach. Du musst trotzdem. Das ist aber. okay. Ja, bedingt. Wobei jetzt muss der Kreuz, also kannst du Jetzt auch mal nochmal Kreuz Pik, machen. so.
Achso, ich hätte jetzt präziser ja Ich hätte eigentlich. Kreuz Ass laufen lassen müssen in dem Moment, jetzt wo ich Kreuz Lusche abtrage. Aber das ist jetzt egal. So, ich weiß gar nicht, warum ich so vorschnell die Karten zeige. Wenn jetzt eben Karo kommt, dann habe ich doch noch eine Schneiderchance. Aber ist anyway wahr. Karo, eine Schneiderchance, wo ich mit Herrn. Wir hatten 18 zu liegen und ich hau jetzt auf deinen Bauern keine 10 rein, oder was? Ach, du hast ja auch noch drei im ersten. Guck mal, die habe ich schon. 19 hattet ihr sogar, ne? Ja, ich war plötzlich wieder. Weiß nicht. Auf jeden Fall genug. Genug, genug, genug. Na gut, na gut, na gut. Dann habe ich ja korrekt gezeigt. Ja? Dann, ich lasse euch mal spielen. Ihr habt mir zu viel Wie Übersicht. kann man dieses Spiel bei Passe Passe bekommen? Das ist echt beeindruckend. Oder wer? Ja, aber ein 15-Outer, ich habe aus Versehen getroffen. Ne? Ein 15-Outer. Okay, ich übersetze das mal, soweit ich das verstehe. Es gab 15 Karten, die das Ding zum Null-Ouvert machen. Also Mindestens, vielleicht waren es 15 sogar noch mehr, ich weiß es nicht. Eingangskarten. So, okay. Und ja, ach so, ich muss schenken, ne? Sonst geht es nicht weiter. Ja. Oh, nie. Ja, für Passe, Passe sind wir immer, für den Spaß sind wir immer zu haben. Halleluja, Halleluja. Ja. Halleluja und nur Pik? Was ist denn da passiert? Ja, das kannst du dir nachher gleich mal, nach Durchsicht des Skats kannst du dich das auch nochmal fragen. Herz, Bube kann nicht gut sein, Martin. Da werden schon Augen geschont, du. Ich spiele jetzt Kreuz König. Na, endlich mal ein König. Jo, dann war sowieso nichts. Oh, spanische Findung. Ja. A ist weg und B hat nichts. Okay, also Daniel hat jetzt Glück, weil wir sind nicht in Spiel 24, dann hätte ich jetzt auch reingehen müssen. An der Stelle muss ich es noch nicht. Wobei es kann auch ein Null-Auvers werden, es kann auch ein Gramm werden. Es ist eine sehr flexible Karte, ich passe trotzdem. Es wäre irgendwie vielleicht doch ein Gramm geworden. Ja. Vielleicht. Genau hingucken. Nee. Rausgucken. Peak spielen. Na, endlich mal vier Augen. Das ist das Schöne, wenn man mit Daniel spielt, der hat fast immer ein Ass, was er rausbrezeln kann. Das ist total schön. Hast du aber auch schon anders gesehen, oder? Habe ich auch schon mal anders gesehen, ja. Guck mal, Und 31. zehn Damen auf 31. einer 10 Damen auf einer Hand. Auch noch mitgezählt, wunderbar. Da kann nichts mehr schief gehen. Oh, Martin geht gerade wieder auf links auf die Überholspur. Ja. Ging mal so. Martin, du musst den Blinker setzen, wenn du auf die Überholspur gehst. Wir sehen dich doch sonst gar nicht kommen. Und zisch, ist er wieder. Oh, das ist Ich habe immer ein Ass für Eddie, ist doch klar. Aber Martin hat auch schon wieder viel zu viel Angst, wenig Angst. Das beunruhigt mich auch hier schon wieder. noch sind es 30, ne? Es wären noch nicht mehr, es wären noch nicht mehr, es wären noch nicht Ah. mehr. So Ja. schlimm, so schlimm, Daniel. Ich hab schon fast aus dem Affekt, wie das immer so hier, wenn ich online spiele, ich sage immer so schnell manchmal 18. Ich war kurz davor, schon wieder 18 zu sagen hier. So kurz davor. Und dann habe ich gedacht, das kann eigentlich keine gute Idee sein. Ich muss mir ja eigentlich vorstellen, dass wir gerade in der ersten Liga spielen. Und da hätte ich doch niemals 18 gesagt. So, was machen wir denn jetzt hier? Kommt Karo. Aber muss richtig sein. Moment, Bruno. Jetzt schon. Die Frage ist, was Karo Dame drauf zu suchen hat. So. Ich muss euch enttäuschen. Ach so, Du doch. Pik hast 10. Ass zu dritt, du hast nur ein Ass und ein Blankes und gut. Nein, Pik 10 wäre jetzt noch nein, nicht. du musst das haben. Jetzt wurde Trumpf gespielt noch. Pik 10 wäre es gewesen.
Martin, Ja, das sind so Sachen. du grinst so schön. Denk dran, ich sehe dich. Aber ehrlich gesagt, ich habe euch nur so klein auf dem Bildschirm. Ich habe nicht das große Zoom-Meeting auf, sondern ich habe hier Twitch noch offen auf dem zweiten Bildschirm. Ich kann euch nur so klein sehen. Also ich muss mich sehr, sehr bemühen, um da die richtigen Schlüsse aus diesen Problem ist, Gesten dass zu ziehen. es nicht farbig ist. Oh, ach du Scheiße. Na gut, dann wollen wir hier mal, die Segel streichen. 20 ist ja schon Ich unter. schwöre, ich habe gehofft nach der Annonce, dass Herz Lusche im Skat liegt. Herz Lusche lag im Skat. Weil mit meinen drei Bauern und zwei Königen zu dritt war das und Das war Farbenverhältnis. 18. Daniel, da warst du da schön unterwegs. Ich hatte gar kein Boah. Karo. Ja. Alle Karo, ja, wirklich. Ich habe auch wirklich, ich habe, weil ich eben man muss manchmal auch einen Fünftrümpfer mit einem Seitenass nur reizen, Ja. ne? Manchmal. Den bringen kannst du nicht viel haben. Auf jeden Fall, ich habe Ass, 10, Ass, 10, Ass. Naja, Pik Ass 10 König habe ich dabei. Und wenn man Ja. 2,18 kriegt, hat man ja auch schon manchmal den sechsten Trumpf gefunden. Darf man auch nicht vergessen. Aber ich habe mich eben mit einer etwas anderen Karte dagegen entschieden. Dann dachte ich, jetzt bin ich vielleicht doch mal wieder im Geschäft. Ach, heute ist eine 18. Ja, komm. Genau. So, Bodo. Da ist er wieder. Da ist er wieder, Da ist Bodo. der Bodo Da wieder. ist der Bodo Der wieder. Bodo aus dem Schwabenland. So, wie machen wir das? Nulli. Nulli. May I introduce a Null? So. Wahrscheinlich alles falsch gemacht, vermute ich. Ja, das hören wir sehr gerne. Mensch, die kam aber sehr schnell. Die kam so schnell, dass ich direkt nachsetze. Gibt's doch gar nicht, du. Dann ist es egal. Ich hatte gerade Martin-Karte. Ass 10, Ass 10, Ass und kein Jung. Nein, ich finde doch. Pik 2-2? Kreuzstand 2-2? Ass 8, ja. Ah, Scheiße, muss ich doch K.O. spielen. Da habe ich einen, in K.O. habe ich einen Trumpf und fünf volle. Ich hätte das Spiel nicht anders, also ich hätte anders gespielt, aber fünf volle ein Trumpf ist nicht. Das Okay. wäre das Thema gewesen mit dem Auflösen. Auflösen schon wieder. Daniel, schon wieder auflösen. Ja, dann löst sich gleich auf. Was soll ich auflösen? Weiß nicht. Da kommen die routinierten Trumpfabzüge. Ich kann ja vielleicht hier schon mal aufdecken, damit es nicht so spannend noch wird. Ich war diesmal auf dem Nulltrip auch unterwegs, aber die Findung hat mich dann doch in eine andere Richtung Wir haben gedrängt. drei, wir sind schon raus, oder? Ja, Martin, ja. denk Ja, schon. schon. Ich habe aufgegeben jetzt. 59. Okay. Hast du das 10? Ja. Ja, gut. Weil sonst muss der, aber warum noch 59? Weil sonst musst du eigentlich das 10 spielen, ne? Rechnest du gerade noch andere alternative Wege Wenn durch? die blanke Lusche die Abflusche ist, dann muss er Herz 10 schießen und hoffen, Wenn dass er Pik er kriegt. nicht seine Karten gezeigt hätte, hätte ich eben Herz 10 gespielt. Achso, ja, okay, alles gut. Ja. Ich habe das Tempo nicht gekriegt. Aber ich habe jetzt nur einmal noch aus Spaß den Dings Ja, der vorgezogen. Pupa ist vorher gespielt, aber den musste er halten im Endeffekt, oder? Um Pik 10 zu stechen. Genau. Ich weiß ja, du hast Aber 22 wenn es nicht Karten. reicht, dann alles gut sowieso. Ja. 22, 32, 43, 59, ne? Pik 10 stechen, Pik 10 stechen hätte übrigens auch nichts gebracht, Genau, glaube 59. Wenn du das weißt, dann musst du mal abspielen. Das ist richtig. ich. Ja. So, auf jetzt hier. Herz 8 macht Spiel verrückt. Herz Dame, Pik Spiel. Ach, das ist scheiße. Naja, du wirst doch eine Idee haben. Guck mal an. Hast du eine Idee? Ja. 36, 36. Wir haben mal mehr hier bei euch, Ganoven. Alles Scheiße. Karo König, Karo Dame. Martin, Martin, Martin. 36. Hier. 43. Na, den würde er aber nochmal bedienen. Alles andere wäre jetzt sehr unsportlich.
Mensch, was habe ich denn gedrückt? Du stichst mit Pik 10 und Ja, wahrscheinlich kann ich dich sowieso nicht anschmieren, ne, in der Geschichte. Verdammte Axt. Ich habe mich gerade gefragt, ob der Bube noch 2 Augen zu viel waren, aber ich glaube, ich habe 58, ne? ja. Dann wären es sonst nur 60 gewesen. Ja, der war auch nicht schön nach der Findung. Aber da musst du korrekt reinzulegen. Das kann ich sagen. Der muss sowieso drüben warm, wenn wir gewinnen wollen. Und Axt muss schon neben dran. Der muss ja jetzt sowieso schneiden. Ja, ich musste schneiden, so war es. Ich überlege gerade gut, 2 Augen kann ich da sparen, aber den Rest habt ihr ja natürlich gut gespielt. Kreuz König 10 hat ihn nicht gedrückt, offensichtlich. Und ja. Ja, ich konnte ja jetzt nichts mehr machen. Ich musste ja darauf spielen, dass Martin noch einen Stich macht. Und wenn er Kreuz 10 nicht hat, dann bringt das alles überhaupt nichts. So. Ah. Ja, ich hätte dich bei Trumpf natürlich ein bisschen mehr herausfordern können. Wenn mit der 10 steche und die Lusche spiele, ist es sehr auffällig. Wenn mit der Dame stech und die Lusche spiel, aber dann ist ja auch nur die 10 draußen, hast du eigentlich auch keinen Grund zu wimmeln. So. Ich habe schon wieder keine Lust mehr auf. Oh, jetzt habe ich doch noch wieder Lust. So. Eddie, Mensch. Was ist denn das? Was ist denn das? Was machen wir denn damit jetzt? Kreuz läuft zweimal mit beiden Bildern. 4, 5 Trumpf oder Martin hat spekuliert. Ach komm, ich glaube, warte mal, Spekuliert. Martin hat spekuliert. Ja, hat Martin mit dem Kreuz spekuliert? Ich weiß nicht, was ich hier mitmachen soll. Ich glaube, das kann eigentlich so, muss das, glaube ich, besser sein. So, man muss ja gedrückt haben. Ja, vermuten wir mal, den hat er nicht, ne? Mal einen kleinen König ins Geschäft investieren. 60 oder 61 dann? Ja. Hoffe 61. Nein, das machst du jetzt sowieso noch. Nein, schon alles gut. Ich hatte 7 gedrückt, also Ja, jetzt. es muss 2 Bilder müssen da sein. Deswegen. Aber wir gewinnen So. sowieso nicht. Nee. Nee. Das habe sogar ich noch hinbekommen, glaube. So, weg. Ich muss diese Liste gewinnen, weil Moni, eine bessere Chance werden wir nicht kriegen als die jetzt. Also. Das ist Ja, so. deswegen, ich bewundere die Disziplin, mit der du jetzt schon wieder rausgehst und erstmal hier den schwarzen Peter in Mittelhand stecken lässt. Ja, aber du bist ja auch nicht interessiert, Alleinspieler zu werden und Ich war sehr egal. interessiert, aber dann hörte ich 18 Fleuchen. Ach so, ja, okay, Und dann müssen wir. da ist mein Interesse plötzlich schlagartig verloschen. Oh je, oh je, oh je. Das kann alles schon zu viel sein. Was ist denn das für eine Partie schon wieder, Bruder? Den haben wir geknabbert, dann haben wir die abgespielt, das sind so und so viele. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh! Karo König hat mich irgendwie wuschig gemacht, gerade bei der Partie. Eddie, ist doch.
Ja, aber ich wollte dir nur erklären, warum ich nicht geschnitten habe. Ja. Karo König bedeutet, naja, Vielleicht hast danach. du ja schon verstanden, dass das nicht hier die Entscheidung in diesem Spiel bedeutet. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Am Vortrag von Herrn Däuber lässt sich, ja, Ja, vielleicht der hat nicht so viele Trümpfe, so ist ein mir schon kleiner klar. Trumpfüberhang in der Hinterhand vielleicht schon so rauskristallisieren. Guck mal, jetzt geben wir Martin noch mit meinem Gelaber, gebe ich Martin noch alle Chancen. Was ist jetzt passiert überhaupt? Jetzt muss ich ja Trumpf spielen natürlich. Alles andere muss ja komplett verkehrt sein. Ja, 60 gewesen, das Problem, den Buben mitnehmen. So, ich war nicht interessiert. Ich dachte, vielleicht versuche ich mal auf dem Weg ein bisschen Rückstand zur roten Laterne herzustellen. Das Dass er waren schon aber mal. ganz schön, das waren ganz schön viele Trümpfe, die du da hattest Ja gut, irgendwie. das hat mich jetzt auch überrascht, dass er nur gerade Kreuz sich ausgesucht hat. Noch Aber. einspielen. Bestellen BR. Pik steht Sparen, wenn du Ass Dame, schon. da habe ich vier Trumpf. So, jetzt möchte ich euch mal ein Oh. neues Spiel vorführen. Das wird in der Bundesliga nicht so oft gespielt. I proudly present. Ach so, jetzt müssen wir. Okay. Null Hand, Karo Dame. Okay, ich bin nicht interessiert, Karo Dach zu spielen. Einen hat er noch. Nein! Und deswegen sage ich euch, gibt es dieses Spiel auch eigentlich gar nicht. Dieses Spiel gibt es nicht. Man verliert das so unglaublich häufig. Mann, du mit 8 Oh. und 10. Da müssen aber Piken drin gelegen haben, wa? Ein Blick haben. Eins muss schlafen. Selten höre ich diese Glöckchen so gerne läuten wie in dieser Liste gerade. Drei Glöckchen da, zwei Glöckchen da. Wunderbar. So, na dann tun wir das, was wir am besten können. Passen. Ich greife rein, wenn ihr wollt, dass hier gespielt wird. Natürlich bin ich dabei. So, was machen wir denn jetzt hier? Das ist ja auch wieder nicht gut gefunden. Was haben wir denn hier für Optionen? Sieg mit 75, aber langweilig. Sieg mit 84, auch langweilig. Sieg Dann. 84, das hast du so schnell eingegeben und dein Computer hat das direkt ausgespuckt, oder was? Sieg mit 84 Augen. Ja, ich mache doch ein bisschen Späße. Okay. Also du hast nicht gut gefunden, aber bist flexibel in den Gewinnspielvariationen sozusagen. Da kommt ihr wieder nie drauf, sage ich euch. So, ich weiß nur, Ja, du komm kommst. her, Trumpf. Spiel Trumpf! dran. Erstmal kommst du. Trumpf ist die Seele des Spiels auf jeden Fall. Mitzunehmen, auch wenn es noch so komisch ist. Haben schon mal mehr bekommen. Viel ist es nicht. Das ist wirklich so. Ist das für den Alten noch krass? Eddie, bist du da wieder mit dem mit der Nee, ist Mau gut. mit der nervösen? Ach, du warst das, Martin? Ja, schon weiß ich immer die Dusche. Zum Kotzen, so deutlich. Was ist jetzt noch mal? Lass mich doch mal. Ich bin doch hier am Kämpfen. Ich habe gedacht, du legst gleich mit Du Trumpf bist ein los. Aber Kämpfer. Eddie hat mich doch wieder angeschmiert hier. Mit allem schmiert er mich an. Was habe ich denn schon wieder gemacht? Ach, du hast da wieder Pik Bauer raufgelegt, als ob es nichts Heiligeres gäbe. Den wollte ich ja drauflegen, damit ich ganz schnell die Herz-Dame blank spielen kann. Aber ich habe ja meinen Mann damit verwirrt. Was ist das jetzt? Das ist korrekt, das hast du übrigens gemacht. Ja, das sieht nicht gut aus, Martin. Nein, das sieht nicht gut aus. Spiel Trumpf vor. Ich muss jetzt Trumpf spielen auf Spiel jeden ist Fall. auch Das nicht kann so. alles nicht. Hey, jetzt aber gut jetzt. Gut, okay. Problem ist, es wird nicht ändern. Ich weiß das schon. Trumpf! Ein lasse ich mal durchgehen. So, jetzt muss ich ja gerade wieder nach, sag mal, das ist doch wieder alles nicht zu fassen hier. Einmal lasse ich mir das noch gefallen, so nehme ich mal mit. Die oder die, das ist das Problem. Jetzt kriegst du meine Trumpf 10 deswegen. Aber ich habe gewonnen. Hui! Ja, der Sieg schmeckt aber so richtig Ja, also lecker. dieser Herzkönig war endlich mal auch ein Geschenk für den Daniel.
Ah, Mensch, du, ich muss gleich das Glas wieder Von auffüllen. König Lusche auf eine Dame den König zu legen. Der Zug ist aber auch neu. Ja, aber habe ich damit gedacht, was ist das für ein Ausspiel? Wenn du Big Bube legst, wenn es blank war, ist so scheiße. Deswegen, Aber das kann für mich nie, deswegen habe ich das ja. König legt. Weil das kann ja nie Man legt Gewinnziffer doch aber sein. den Pik Buben mit 3 Atout, damit man eine Blanke spielen kann und Trumpf trennen kann in dem Spiel. Ach Das so. Seminar hat Daniel noch nicht gegeben, das Das hat er kommt. noch nicht gegeben, das habe ich in dem Moment nicht Nee, gesehen. aber das brauche ich jetzt ja auch nicht Ich habe mehr 4 geben. Atout gegen, ich sehe 3 Atout bei dir nicht. Denn das Seminar, das ist ja gerade jetzt gegeben worden. Aber ich Ich gebe war einfach noch mal, lustlos. ich schmeiß noch mal ins Rennen die Bemerkung, eben war Karo König Dame genau richtig, ne? Aber es ist halt nicht jedes Mal genau richtig, ne? Ja. So, was haben wir denn jetzt? Neues Spiel. Also nicht, dass du mein Zögern wieder für, weiß ich, interpretierst. Ich wollte das noch mal anmerken. Der Dive spielt keinen. Der Dive spielt keinen. Ja, komm her. Ich bin jetzt sowieso aufgeflogen. Dann machen wir es mal so. Dann machen wir es so. Ich hoffe, ich habe Lust. Ah, es war mal wieder für 30, ne? Es war Ich mal glaube, wir wieder haben für nur 30. 30, Ja, ich glaube auch. Muss ich ja langsam schon was tun. Partie geht ja schon auf Jetzt, die. jetzt du Eddie! ich. Du liegst doch 400 vorne. Was ist denn da Ja, los? ich bin bekloppt. Moni, Ja, komm. verzeih's mir, ich ver verzeih mir jetzt schon alles, bitte. Oh je, oh je, oh je, oh je. Kam ganz schön schnell. Aha, Moment mal, Bodo. Ach, heute mit talentfreien Tag. Du liegst ja 200 vorne. Ich Ja, glaube, ich ich muss so glaube, ich spielen. sagte 400, sagte ich, Ich glaube ich. weiß nicht, warum ich muss so spielen. Was hat denn der Eddie da noch? Was? 4 Trumpf und ein Herz, ne? Und keine Einspielchance mehr. Was hat der Martin noch? Naja, auch nicht schwer zu sehen. Ich wollte gerade sagen, Soweit alles korrekt, ne? Komm her, Karo König. ich wusste, dass dieser Karo König jetzt kommt, das war zumindest schon mal ganz klar. So. So, Buddha macht Kreuz 10 zu dritt auf. Hat 2 Herz, hat eine Karo 9 bedient. Also, wenn Daniel jetzt 5 Trumpf hat, dann müsste Buddha 4 Piken haben. Weil dann müsste Daniel ja nur ein Piken haben, da er 2 Kreuzen und 2 Herzen schon hatte. Bis jetzt alles richtig in der Analyse, Daniel, ne? Du hast ja mit einigen Konjunktiven gearbeitet, aber wenn das so wäre, dann ist das auch so, ja. Ich glaube, die Zählung, die funktioniert bei dir. Naja. Aber wozu führt dich das? Das ist die richtige Frage. Aber jetzt warte mal. Mit 2 Alten, Karo Ass zu dritt. Zwischen welchen schwankst du denn? Was? Zwischen welchen Karten schwankst du denn? Darf ich, nachher mache ich dich jetzt noch unnötig schlau. Eddie, du machst mich nicht unnötig schlau. Ich weiß, ich schwanke zwischen, du weißt doch zwischen was ich schwanke, sehr wahrscheinlich. Ja, aber das Publikum will es vielleicht auch wissen. Geht ja nicht Ach nur so, um ich mich jetzt schwanke hier. zwischen, natürlich, ich schwanke zwischen, ja, das, ich. Es ist eigentlich unlogisch, dass wenn Martin 4 Piken hat, jetzt Kreuz 10 zu dritt aufmacht, weil da würde ja Pik zu viert, gut, da kann auch ein Griff ins Klo sein, dass sein Partner keinen Pik hat. Aber hast du jetzt mit deiner komischen Annonce 2 Alte und Karo Ass zu dritt Herz 10 bestellt, 2 Kreuz Luschen? Ach so, Pik Ass 10 zu viert ist kein Aufspiel für Martin, ja. Okay, das würde Sinn machen. Prost erstmal. Prost. So.
Karo König. Also Pik 10 hast du schon mal nicht gedrückt. Was hast du denn gedrückt, mein Lieber? Dann lass uns doch mal Pik ein bisschen mitzählen. Du bist doch schon ganz schön weit gekommen, oder nicht? Was haben wir? Ein Herz hast du König. 11 gemacht und ein Kreuz hast du 24, 35 offen plus den Trumpf 37 offen gespielt, richtig? Ist das richtig, Martin? Hilf mir mal. Warte mal, was hatten wir denn? 3 und Ja. 21, 24, 35 Und und den Bauernstich, ne? mit. Ja. So. Ach so, den Bauernstich, den hatte ich ja komplett vergessen in meiner Dingensgeschichte, genau, ja. Ja, siehst du. 700, guck mal, haben wir dir. Du machst nicht uns schlau, wir machen dich schlau. Ich glaube ja, du hast 37 offen gespielt. So, Jaro, ich danke dir. Jaro hat ein kleines Prime-Abo hier gelassen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wenn Eddie nochmal im Bunker ist, kriegt Jaro jetzt hier von mir mal einen VIP-Status verpasst. Zack. Bisschen Schulterlametta. Ja, hast du mir das jetzt so einfach gemacht oder hast du mal wieder einen deiner berühmten Bluffs ausgepackt? Ach so, nee, stimmt ja gar nicht. Stimmt ja alles gar nicht, was ich erzähle, weil wenn ich jetzt 44 habe, kann ich jetzt Karo 10 drauflegen, dann kann Buddha Pik Lusche abwerfen, dann kann ich Herz Lusche spielen, dann kann er Pik Lusche abwerfen und dann, wenn das so ist, dass er Pik Ass 10 zu viert hat, wirft der Daniel einfach auch Pik Lusche weg und dann habe ich ja keine weiteren Augen. Also der Sieg, der Weg führt auch nicht nach oben irgendwie. Also müssen wir irgendeinen anderen Weg wählen. Welchen? Heimig, ich danke. Die Bank dankt. Achso, du hast was gesponsert bekommen. Okay. So. Okay, die Variante geht auch nicht. Aber wie kannst du denn bei 36 offen jetzt, was hast du, 8 Augen So gedrückt? 36. Ich habe 34. 37. Ach so, hast du Bella, Pik Dame König ist im Keller, ne? habe ich jetzt, glaube ich, Pik zumindest. Dame König ist im Keller, alles klar. 42, 44. So, Eddie, jetzt mal irgendwann musst du. Ja, ist ja gut, ist Sonst ja gut. sitzen wir am Ende hier wirklich noch zu dritt. Jetzt sitzen wir, sonst sitzen wir nachher zu dritt. Ja. Zum Schluss sitzen wir alle alleine. So. Ach so, Martin könnte jetzt theoretisch noch von Trumpf Ass Lusche die Lusche gelegt haben, weil er noch nicht, obwohl auf Karo Bauer macht das auch alles keinen Sinn. Ja, jene Mene Miste, es rappelt in der Kiste. Pik Ass zu viert unter Pik Ass kann man auch aufmachen, dann hätte Daniel. Komm, hier. Hast gewonnen. Ja, ich hätte fast gesagt, Mensch, du kannst nichts verkehrt machen, weil es gibt ja noch weitere gute Oder Nachrichten. wenn er rausbleibt, dann verliert er noch Na, er wahrscheinlich. kriegt doch hier noch die Pik 10, die kriegt er doch auch noch. Ja, aber du kannst jetzt bei alle spielen, dann muss er. Ja, dann verliere ich, dann verliere Genau. ich. Wenn er zwei alle spielen, kriegt er eine volle von dir. Ja, gut, wenn er rausbleibt, ist klar. Dann kommen erstmal die, dann ziehe ich erstmal zweimal von oben und dann kann er das eine Trumpf Ass oder das andere nehmen. Guck mal jetzt. Ja, doch Pik unter Ass treffen. Wie läuft Ja. das Spiel denn, wenn ich Pik unter Ass treffe? Du bleibst im Zweifel, bleibst du auf Herz 10 stehen, ne? Wenn er alles richtig macht, wenn er die alles Ja, trifft. ich glaube nicht. Wenn dieser Kreuzstich nicht so läuft, dann spiele ich das Spiel ja gar nicht so weiter. Ja, Ja, deswegen, im Zweifel droht auf Herz 10, dass er stehen bleibt, ich Daniel. spiele sowieso, ich spiel sowieso Trumpf Lusche dann oder so eine Hast du Trumpf Kram. 7? Na, erstmal kriegst du ja Pik 10 und danach, ich glaube, irgendwie wirst du. Herz 10 steht vor dir, gut, Kreuz 10 steht Wenn hinter Kreuz dir. 1 rausgeht, da haben wir ein Problem immer. Jetzt bin ich dran und kann im Zwischenzug arbeiten. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Ach, immer die Mensch. gleichen Zugfolgen hier irgendwie. Ja, Ja. Ach. ich habe Full House in der Hand gehabt. Full House. Ja gut, dann wollen wir auch nicht lange rumfackeln hier. Das ist sowieso ein Spiel, was gegen diese Trumpfverteilung. Oh, guck an, Karo frei, vier Trumpf, Karo frei. Ich wollte Bella zu viert in Karo. Oh, jetzt habe ich wieder alles verraten. Ja. Mein Ich wollte Gott. Bella zu viert in Karo nicht aufmachen.
Also, guck mal hier, da sitzen so ein paar kleine Viererlängen, sitzen links und rechts, aber das Spiel war ja auch stark. Ich habe noch die Kreuzchen im Keller. Der ging jetzt mal leicht. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wir haben nur noch zwei Spiele. Ich glaube, Monika kann schon mal mit dem Klingelbeutel ihren Gewinn einsammeln. Ich glaube, Eddie, der Sieg, der ist jetzt ganz schwer zu nehmen, wenn du nicht noch irgendwas jetzt. Wenn du nicht in den nächsten zwei So. Spielen jeweils 12 Buben kriegst, dann sollte es reichen. Aber jetzt müssen wir ja mal hier auf die B-Note gucken. 9 Punkte vor Martin, da bin ich da immer noch mal mit 18 dabei. Eddie hält, du, das gibt's doch gar nicht. Ja. Wenn man ihm zu viel Vorsprung gibt, ja, dann hält er plötzlich jetzt hier meine 18 durch. Das ist ja nicht zu fassen. Vielleicht nehme ich es auch noch zurück gleich. Aber gleich ist auch noch Martin in Vorhand. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Ja, komm, wir wollen mal ein bisschen. Wir Ich wollen wollte mal. gerade sagen, das wird doch nicht alles gewesen sein, Daniel. Wir wollen mal ein bisschen mitmachen hier. Aber ich wurde ja hier auch schon bezichtigt, dir irgendwie mal irgendwann im Leben mal irgendwie ein Spiel abgereizt zu haben. Es macht ja mal die Runde, ne? Dass einer mal irgendwie 20 gesagt hatte, wo er eigentlich nur 18 gehabt hat. Also, wenn das so ist, das geht ja immer, ne? Mal so, mal so. Komm, wir machen mal Kreuz hier. Ich werde mir sehr genau nachher mal deine 18 in dem Spiel anschauen. Also, wenn du ganz nett fragst, und es nicht selber feststellst während des Spiels, sage ich es dir auch direkt nach dem Spiel. So. Gut, da komme ich doch sicher drauf zurück. Wir spielen mal Neublau. Sag mal, ihr seid doch wirklich, ihr Lumpensäcke, was ist denn das? Pik 8 und 9. Aber Wie gereizt? Pik 8 und 9. Wenn ich was verstanden habe, dann ist das aus meinem, ich habe dem letzt doch den Legendär bei dem Handspiel auf null Augen abgeschmissen, völlig durchgedreht. Wenn ich wieder was verstanden habe, dann, dass diese Giftpillen, die muss man erstmal runterschlucken. Daran wächst man dann, aber nicht abtragen. Wer abträgt, verliert. Guck mal, es wird Es auch wird, mehr. ja, Es es wird wird schon mehr. passieren, auf jeden Es Fall. wird nicht viel mehr, aber es wird ein bisschen mehr. Guck mal, jetzt weiß ich auch, dass ich Pik Dame nicht gedrückt habe. Also bis jetzt hast du schon mal gesehen bei mir, Daniel, Kreuz Junge und Pik 8 und Pik Dame. Wir machen das jetzt so ganz. Rum mitgestochen mit Trumpf 9. Ich muss ja hier ganz genau auf alles achten. Da ist Hamburg. Wir machen das jetzt mal ganz auf ganz, ganz easy peasy. Guck mal. Oh. Pik Ass jetzt. Jetzt kommen die Pik Vollen, wa? Und Karo 10 sitzt da und Karo König sitzt da. So, jetzt habe ich Rest. Aber ich habe mal wieder nicht gezählt. Habe ich jetzt mich wieder von den Füßen gespielt? Ich habe keine Ahnung, aber wir haben, ich hatte, weißt du jetzt, was ich hatte eigentlich? Pik Ass 10 zu 4 und zwei Jungs mit Kreuz Es und ist wahrscheinlich genehmigt, ne? war korrekt 18 gehalten, ja. So. Guck mal, schnell drücken. Schnell passen. Naja, wir geben Buddha mal die Chance. Was braucht Buddha denn überhaupt für ein Spiel? Ein 35er Spiel zum Unentschieden oder was? Das geht nicht mehr. 35 geht nicht mehr. Oh, jetzt haut ein Gang raus. Oh, 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 da ist oh, los. den müssen wir jetzt aber ganz scharf spielen, Eddie. Ich bitte um volle Konzentration. Ja. Gut, dass du dich jetzt konzentrieren musst. Du bist dran, ich habe abgegeben. Schön, danke. Das wiegt ganz schön schwer. Es wog auch ohne deine Worte. Wog es schon schwer. Du hast den ersten Dings rübergeworfen. Auf jeden Fall ein interessanter Gang. Ich glaube, das kann nicht verkehrt sein, auf jeden Fall.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Naja, gut, das war ja noch nicht so schwer. Den nehmen wir auch noch. Hey, das war ein Versuchsgang, wa? Bling! Das war ein, ich will noch Zweiter werden, Listengang, genau. Ja. So genau war das, ja. Das Messer grinst nur. Ich gebe übrigens gerne auch Komplimente weiter. Martin, du siehst heute fantastisch aus, darf ich dir sagen. Ja, danke. Aber ich spiele Scheiße. Aber Soll eigentlich. ich dir sagen, dass das hier auch schon 10 Leute im Chat festgestellt haben? Ich habe es nur nicht weiter. Nein, das war gelogen. Hat keiner hat was geschrieben. Das wäre ja auch ein bisschen Majestätsbeleidigung, aber gut, womöglich hast du Wo tatsächlich. ist Moni? We did So. Meine Herren, es ist 23:20 Uhr. Heute hat es irgendwie ein bisschen länger bisher gedauert. Seid ihr noch in the mood for Ja, another round oder? ich hab jetzt aufgemacht. Einen machen wir noch zum Absacken, Einen ne? machen wir noch. Okay. Sitzen wir wieder in der Richtung. Die Reihenfolge ist ja eigentlich egal. Ich würde ja Eddie eigentlich auch gerne mal rechts von mir haben, aber ich glaube, das habe ich jetzt wieder nicht hingekriegt, ne? Das können wir nächstes Mal ja machen. So, Ah. GB3, ich bin entzückt. Endlich mal ein Listchen gewonnen. So. Eddie, wir bringen dich noch richtig auf den Geschmack. Womöglich heißt es nachher, ihr ruft mich noch an nachher montags abends, ne? Was ist Daniel? Komm ran. 10 Euro, 2 Cent, komm ran. Und ich sage, Mensch, das hatte ich ganz vergessen. Wer spielt denn eigentlich? Martin spielt, wa? Es ist ja mal schon dabei, jetzt kurz. So, Bodo. Er hat doch noch Kreuz Ass. Was ist denn hier wieder für ein Gemaule los? Du, nichts ist los. Und nicht bitte so doll auf die Maus hammern. Ich krieg noch nachher so ein Tinnitus. Okay. Ja, komm. Hopp, hopp. Oh, kriege ich das übers Herz? Oh, der sieht ja auch. Ich glaube, das ist ein sogenannter Blenderkrank. Ich glaube, wir machen uns hier mal. Bevor wir jetzt den Grang verkaspern, machen wir uns im Listenstart lieber der Feigheit vom Feinde schuldig. Das Stand ja wirklich vorschriftsmäßig vom Allerfeinsten. Martin, Martin, was hast du denn da? Ach, du hast doch gar nichts. 18 Jahr, 20 gepasst. Ah, ist ja auch wieder interessant. Diese Könige, die Herzkönig, der wird mich heute noch in Schlaf verfolgen. Den hast du jetzt zweimal auf meine Blanke raufgelegt. War beide Male nicht optimal auf jeden Fall. Komm her, weg mit K.O. Wissen wir alles noch gar nicht. Wissen wir noch gar nicht. Das Machen wir ruhig wissen wir mal. noch gar nicht, genau. Das wissen wir noch nicht. Nicht, dass du ihn jetzt irgendwie noch anstachelst, da irgendwie. Guck mal an, du. Es wird immer besser hier. Ja, wahrscheinlich. Was habt ihr denn? Ihr habt ja noch nicht viel gemacht. 7, ne? Ihr habt genau diese 7, oder? Und jetzt den Trumpf. Was war ein Trumpf? Was war ein Trumpf? Ein Trumpf war ein dicker Stich in Trumpf. Sag nochmal, was war ein Trumpf? Du kommst schon noch drauf, Daniel. Wir sind uns sicher. Was denn ein Karo? Ich hab's ja wieder hingekriegt, so wie würde Eddie sagen, die 50-50-Chance zu vermiesen. Oh.
denn das für ein Spiel? Du musst doch 20. Ja, der ist ein bisschen komisch. So eine Partie habe ich auch. Also in dieser Weise, ich glaube, ich habe es jetzt genau richtig gespielt. Das Schöne ist, ich kann es nicht mehr richtig machen. Auf Buddha ist Verlass. Ich stehe zweimal in 10 Dame in Rot und Martin hält 18, pass auf 20. Was kommt jetzt raus? Ein blanker Roter kommt raus, aber welcher? Herz oder Karo? Ich habe es natürlich wieder interessant gemacht in dem Moment, aber das Spiel ist natürlich auch trotzdem noch stark. Es ist ja trotzdem noch stark. Ja, schon okay. Ja, wenn du den tauchst, dann kommt oben, unten, dann ist auch nichts los, glaube ich. Dann, genau, dann muss ich auch gar nichts. Passiert. 7 Punkte habe ich gar nicht drüber. Ich dachte, du musst jetzt gleich also selber haben. Alles gut. Danke, danke, Buddha. Monika wünscht sich, dass wir noch öfters in diesem Format antreten. Ich konkretisiere, dass dieses Format noch sehr lange läuft. Ja, wie gesagt, wenn ich... Oh, was ist denn hier los? Wer spielt? Oh, sorry, ich muss wieder... Ich habe nicht aufgepasst. Doch, Martin spielt. Ja, Mupp. Daniel, sprich doch deine Sätze erstmal zu Ende. Mupp. Das Gefühl, hier gibt es jetzt ein bisschen. Naja. No. Hier gibt's. Ich hab ja wieder. Also, guck du hast die einzigen Karten reingelegt, damit wir keinen Stich mehr machen. Okay. Ja, das war eine sogenannte sinnvolle Abkürzung. Ja. Schneller habe ich das auch nicht hingekriegt jetzt. So, ich dachte, ich habe dir durchaus zugetraut, aber dann hättest du natürlich Trumpf Ass gezogen. Einen kleinen Moment habe ich noch gedacht. Ja, ich hätte vor allem als erstes dann Trumpf Ass gezogen. Genau, das stimmt. Ja. So, Moment mal, Bodo. Ja, das ist alles blöd. So, Pik ist Trumpf. Mama, du komm her, wir machen das. Auch wenn wir das nicht wieder machen, wir müssen mal ein bisschen was in die Manege reinwerfen. Ins Gefecht schicken. 21. Ferdi. Das ist aber viel. Oh, die Beikarte stimmt ja schon mal, ne? Kann nicht schlecht sein, ne? Heidewitzka. Das nenne ich mal eine stabile Beikarte. Was ist denn da stabil? Ich habe Ass 10 Ass gehabt bis jetzt. Hat sich gut entwickelt, das Spiel auf jeden Fall. Ein Gentleman in Mittelhand sagt 18. Ja, wir sind geneigt, ihn das Spiel vortragen zu lassen. Jo. Ein Null, wo man keinen kriegen soll. Ich mach's trotzdem so. Also vom Tempo des Herzbauern war der nicht blank. Dann spielen wir mal Pik. Der war blank wahrscheinlich. Oder Pik, ich spiele schon noch. Ich habe den Luxus gehabt, dass ich Herz 10 gedrückt habe sogar. Achso, dann war Herzbube doch blank, ja, weil wenn du den schneller gelegt hättest, hätte ich Herz 9 gespielt, aber das hätte uns jetzt auch nicht weitergebracht. Eddie, wie viel Pik hast du denn in der Hand? Ein bisschen zu viel, ne? König, Bube 9. Ja, ein zu viel. Gut, ich dachte, ich meine, Karo König war blank, ich wollte dir nur den Hinweis geben, den hättest du nicht nehmen müssen, dass du zwischen Pik und Karo bei Pik anfängst abzuwerfen. 2 Abwürfe habe ich halt nur drin, also wenn da nur ein blanker Pik war, dann ging es wohl nicht.
ging es nicht. Eddie spielt Grang. Surprise, Oder surprise. die 18 waren aber süß gehalten. Also 18 gehalten und dann Blankenherz König ausgespielt beim Gang wahrscheinlich. Das muss gut sein. Genau so ist es. Genau so ist es. Heieieiei. Da siehst du mal, welchen Fehler ich schon gemacht habe. Man hätte erstmal Kreuz Ass spielen müssen, aber vielleicht hätte Daniel. Ich hatte, glaube ich, keine Alternativen Du als hast diese. keine Alternative, aber dann muss Martin noch Kreuz Lusche bedienen und dann sieht Wieso Daniel bin nicht die ich denn Flanke. jetzt schon wieder Letzter am Tisch? Ich habe doch eben so zwei knusprige Spiele gewonnen. Hier, das überfährt mich hier schon wieder. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass Martin schon ein bis zwei verloren hat in der Liste, aber der hat ja noch mal ganz Weil gut. es immer so läuft. Martin, was ist denn da los mit dir? Irgendwie bin ich heute nicht gut Nee, die, drauf. aber wir erwarten, du, das ist ja in Ordnung. Nur gerade deswegen hast du doch normalerweise jetzt immer schon ein bis zwei auf der rechten Seite stehen. Eher zwei nochmal. Du hältst dich noch ganz gut dafür. Komm mal, auch wieder ein Treffer hier Ja, gesetzt. das war wirklich das war der goldene Schuss gerade. Immer noch Sorgen. Das glaubt dir kein Mensch, Bruder. Nein, ich glaube ihm das. Nee, zu Recht. Du glaubst du, ja, Ich du hätte glaubst ihm du. das geglaubt, du. Ich wäre da voll drauf eingestiegen. Aber das Bin sieht immer nicht noch nach Fehler gemacht. 61, 63 müssen es sein, oder? 64, das ist ja irgendwo ist wieder ein Auge abhandengekommen. Obwohl ich nun wirklich, ich habe Wie gehst 2-2-2. du mit? Ich gucke in meine Karte, ich habe drei Asse und eine 10 und mein Mann spielt das vierte Ass aus. Ja, Ich habe und wer hat aufgehört. der 18 gesagt? Ja, ich nicht. Ja, das war ja das Schau. Lustige. Ich Sonst Checker. müsste zumindest drei warten. Wir klären mal alles auf hier. Das ist ja blöd gelaufen. Pik Dame, Pik Dame. Pik Dame, zwei Kreuz, ein Pik, ein. Was ist denn Karo Ass geblieben? Martin hat 18. Ah, ist das wieder kompliziert hier. Schütze 19. Ich glaube. Kreuze noch zwei Bilder, aber Eddie, ne? Ich glaube, ich brauche nur eins von diesen Bildviechern mir da schnappen. Mann, irgendwelche vollen Geistern da hier noch. Beide vollen, ja, kann. Nein, ich kann, ich glaube, ansonsten kriege ich 14, so habe ich nur 11 genommen. Aber Sieg ist Sieg, sah. Der hätte auch dusseliger laufen können. So schlecht war er nicht, aber. Kreuz zu viert, Ja, ist viert wäre ein besser, bisschen wenn ich Pik giftig. Dame reinlege, vielleicht auf den zweiten Bauern. Aber es wird immer noch kompliziert. Ja, schon, ich muss Pik Ass abspielen, dann muss ich Karo 10 spielen. Ne? Ich muss Pik 9 auf den Bauern reinlegen, nicht Pik Dame. Die Dame brauchen wir auf jeden Fall. Ich muss Pik 9 auf den Bauern reinlegen, du musst tauchen und dann irgendwie wird es immer noch kompliziert. Ja, kompliziert, das ist immer 14. Ja, Karo Voller darf dann wahrscheinlich auch schon nicht kommen. Ich glaube, den, also wenn, dann müsst ihr den irgendwie, ich weiß nicht, Ja, ja, wie ja, ja. gut Ich müsst glaube, ihr Karo den. 10 ist der immer von mir auf jeden Fall. Eine Ja. muss ich anbieten von ihr. Ja. Eine, weil die anbieten müssen. Du kriegst eine volle und Trumpf 10, meiner Meinung nach.
Wer spielt dran? Buddha spielt dran. Okay. Mein Mann verspricht sich schon wieder eine Menge, das gefällt mir. Nee, wird nichts mehr nach dem Stich. Das ist erstes Ziel haben wir schon mal erreicht. Jo, einmal. Einen gibt es noch, na dann. Mit vieren, sonst wäre die Aussage ja ein bisschen fragwürdig, ne? Ja, das war ein kurzer Höhenflug. Du warst ja ganz schön gerüstet eben, gewappnet, meine ich, mit vollem Daniel. Zwei Asse, eine 10 ist glaube ich, noch so im Durchschnitt, ne? 3 von Im 8. Gegensatz zu mir hattest du eine Menge auf jeden Fall. Ach, da ist die Farbe, die gesucht wurde. Pik. Wahrscheinlich hat Daniel wieder Herz 10 zu dritt hochgespielt mit Herz König, natürlich. Vorhin hast du ihm Pik 10 zu dritt hochgespielt, hat nichts gebracht. Diesmal Herz 10 zu dritt, weil es egal war. Das Obwohl, verfluchte Ausspiel. Ich lerne es ja auch nicht mehr. Man kann auch Pik Ass 10 da, aber ich habe nur zwei Trumpf. ja. Viermal Pik, Ass 10, König Lusch. Ist das ein gutes Ausspiel mit zwei Trumpf? Nein. Na. Okay. Tränen gelacht. Martin hat. Eddie, ist das das erste Mal, dass wir dich bei einer bisschen, wo du vielleicht ein bisschen zu sehr Ja, ich auf die bin. kleinen Penunzen geachtet hast. So, du wolltest sparen, aber am Ende haben wir nichts gespart. Was haben wir denn da jetzt? Okay. Aha. Ah, Ach, gut. Herz Ass 10 stehen selber da drüben. Naja, trotzdem. Für mich war das der Klassiker 6-3-1, ne? Weil ich Herz blank habe, muss er eigentlich 3 Herz haben, aber war alles nicht so. Ja. Hätte, glaube ich, auch keinen Unterschied gemacht. Sag mal, Nee, Martin ist weil ja schon, trotz Beatspiel ist er ja schon meilenweit. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur noch die Staubwolke sehen. Ja. der wäre schon noch interessant geworden, übrigens. Ja, du hast ja auch nur wie. Nee, du hast ein Herz Jetzt nur, ne? habe ich blank, ja. Ja, ein bisschen Ich bin Tempoverschärfung, dann 25. kommt Aber auf man. seinen alten Spielen, wenn ich Karo Bauer treffe, dann komme ich ja hin mit dem Tempo. Er übersticht doch Karo Dame mit seinem blanken Karo Ach so, Bauern. ja, dann wird es interessant. Ja, meine ich ja. Aber wenn ich kurz noch von den Herzen. Ja, glaube ich auch. Ist so. Hast du dich jetzt doch entschieden, das Spiel abzugeben bei 30, Ja, ja? ich habe mich entschieden, das Spiel abzugeben. So hast Okay. du es ganz absolut korrekt wiedergegeben. Wunderbar. Ja, hast du ja 10 oben, dann können wir so nichts gewinnen. Sonst kann ich Karo 10 an Stich machen. Ja. Aber Herz ja dann diesmal nicht so schön getroffen. Aber Diegel reinst Herz. Weil ihr beide habt euch heute auf jeden Fall schon häufiger gesucht und gefunden beim Reizen. ja, jetzt gerade wieder. Martin! Das Skalpell reizt 46. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt kann man wieder alles verkehrt machen. Oh Mann. Das ist aber auch. Das ist eine bittere Reizung auf der Karte. Oh, ich weiß ganz genau, was du hast. Ja, dann ist das schon mal gut. Das wollte ich nur wissen. Das wollte ich nur einmal in die Runde schmeißen. Also ich kann Ja. es mir denken zumindest. Oh, 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 oh. Ja, wenn du den aus der Hand spielst und dann liegt ein dunkler Bauer, dann Ja. kotzt du bis zum. Oh, 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 46, 46. Wir machen's.
Man kann jetzt neuerdings ja übrigens auch, wenn man erst so den Skat beiseite schiebt, man kann jetzt noch auf Aufnehmen klicken. Ne? Ach so, okay. Ja, das ist neu. Noch so, nicht mehr so neu, aber das geht. Ich könnte jetzt noch sagen, fast Hand, aber komm, jetzt wir machen ihn aus der Hand. Jetzt sind die Würfel gefallen. Fast. Jetzt muss man nur noch das Spiel durch die Tür bringen. Da ist eine Schwäche, glaube ich, beim Nullover. Die Herz 9. Ja, Daniel. Ich nehme den mal mit. Ja. Erleichterung, Erleichterung. Nie hat ein Kreuzbube so gut geschmeckt. Beim Gegner. Ja, wir werden doch keine schlechten Spiele hier spielen. Ach, guck mal, es liegt, bin ich korrekt informiert, dann liegt ein Bauer, aber zum Glück der Richtige. Sonst wäre jetzt schön noch hier über ein 21er Stößchen. Null erst mal, ich habe null erwähnt sogar, aber gut, kann man nicht machen. Dann konnte ich aber auch nichts falsch machen. Das wusste ich ja vorher nicht, da durfte ich mal nachdenken. Egal, wenn ich aufnehme, habe ich einen schönen Grang. So haben wir aber wenigstens nicht überreizt verloren. So, guck mal an, du. Home Run. Home Run. Guck mal an, habe ich gesagt, nicht Home Run. Ja, aber ich mache einen Home Run mit Karo Boom. Weiß gar nicht, der lief mit Karo Bube auch schon gar nicht so gut los, aber der muss auch ganz, ganz giftig sitzen, wenn der gehen soll für euch. Hast du noch eine andere volle Buddha? Nee, ne? Nee, zwei Stück. Was passiert? Weg. Ich hatte überlegt, ich wollte Karo 10 blank nicht ausspielen, aber das hätte jetzt auch nicht viel gebracht. Ja, Bube war besser für euch, wenn Martin jetzt noch einfallen hat. Aber gut, selbst dann. 21, 42, ja, und dann müsst ihr noch irgendwie erzaubern, auf Ass König jetzt nochmal 18 zu machen. Ich habe die 10 zu dritt und bin mit Pik 10 dran. Also das wird kompliziert für meine Kreuz 10 auf jeden Fall. Jetzt rühren wir ein bisschen in der Karte rum. Immer rühren, hat man mal gesagt. Ach du Scheiße. Hat auch irgendjemand mal erklärt, immer ein oben haben von jedem Scheiß. Ich war jetzt irgendwie unkonzentriert, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, was wir gefahren haben, weil Karo Dame schon weg. Ich weiß gar nichts mehr. Karo Dame, die habe ich doch noch zum Einspiel. Das ist doch mein Schneider-Freianker. Guck mal, machst du einen 32er. Gratulation. Wunderbar. Sind auf jeden Fall wieder schöne Spiele unterwegs. Oh, ich wollte nur sagen, jetzt Kreuz-Bube im Skat, das wäre ja mal wieder Luxus, um Monika nicht, Worte nicht lügen zu strafen. Zusammen. Monika und ich, wir müssen zusammenhalten. Sie wünscht sich die Buben und ich nehme sie auf. Ach komm, ich glaube trotzdem. Ich bin Optimist. Ja, zu Recht. Guck mal, zweimal 2 und 21 gestochen. Ihr seid wirklich Gentlemen der alten Schule. Naja, ich habe ja schon mal einen Erfolg gehabt heute. Piccolini! Jo. Ich fange auch schon an, Buddha die 10 blank zu spielen. Siehst du. Vielleicht war sie ja auch blank, wer weiß das schon so genau. Komm, lass mich nochmal dran. Nee, das machst du schon scheiße. Nee. Yeah, genau. Martin, dann kommen wir mal aus hier raus. Mach doch Eddie mal zur Sau hier. Du spielst scheiße, das ist, kann man jetzt so lasch rüber. Du kannst das auch. Du kannst auch. Gib ihm doch auch mal ein bisschen Feuer. Der macht uns auch nur Feuer. Ich habe schon wieder nicht gezählt. Eigentlich lief es doch ganz gut. Was habt ihr denn da eigentlich? Schlecht lief es doch hier immer nicht. Habt ihr denn da eigentlich? So viel ist das doch noch gar nicht. Was war das? 12? Wahrscheinlich war der Trumpfstich eben schon wieder dämlich. So. 20.
Seht ihr noch mal kurz anschauen. Ich glaube, wir können das tatsächlich auch mal so rumspielen. So, Odo. Ich Du glaube, bist noch motiviert und er versucht das Spiel Schneider zu gewinnen. Also irgendwas stimmt, irgendwer von euch hat nicht recht. nein, ich versuche nicht Schneider zu gewinnen. Das hast du falsch interpretiert. ja, Ich wollte nur nicht den mir hier noch am Ende, weil wir uns so gut unterhalten, selber nach links rumdrehen. Guck ich mal. spiele ihn auf jeden Fall so. Perfekt. So, jetzt habe ich aber Rest. Ich glaube, das hätte auch mit dem Vollen, ne? 7 Augen oder 8 Augen mehr hätten, glaube ich, auch nichts geändert. Wäre genau 61, wäre es dann gewesen. Ja. Alles perfekt ausgerechnet. Oh Gott. Oh Gott. Oh Jott, oh Jott, oh Jott, oh Jott, oh Jott. Endlich mal so ein kleines unverdächtiges Schmunzeln, du. Das habe ich aber wirklich das habe ich lange nicht gehört. Und ich muss sagen, das ist auch der Grund, warum echt Skat einfach unvergleichlich ist. Die kleinen und großen Geräusche, das Knuspern, das Knips, Knistern, so was machen wir denn jetzt hier mal? Das Was? Knusper-Knusper-Häuschen. Es Mhm. knuspert. Tame, wann seid ihr großzügig? Ach du lieber Gott. Ja gut, das waren dreiviertel Gramm, aber naja. Das ist auch ein Dreiviertel Gramm gewesen. Der hat sich jetzt nach vorne der hat sich Der hat sich aufgerundet. jetzt zum tatsächlichen Gramm entwickelt. Einmal von oben, danach sofort Herzkönig, danach sofort So 10 Könige. Herz 10 noch Ich sollte gedrückt. schneiden. Ja, schon. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja, Herz 10 gedrückt. So, davon noch Haben ein wir. Modi und wir machen Hattrick, Doppelpack. Sieht nicht schlecht aus. Ist wieder dichter als mir das. Ich habe ja so ein schönes Paket geschnürt, aber ihr lasst auch nicht locker. Das ist schon wieder. Na komm her, Eddie, dann macht mal deinen Hattrick. Ei, na komm. Na komm, na komm. Kreuzer weiß sein Geld verspielt. Mann, 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 wie macht der Daniel das mit der Herznusche wieder? Das ist echt Wahnsinn, der Mann. Wahnsinn. Das kann man nicht lernen. Prädikat, Subjekt, Prädikat, Objekt, was machen wir jetzt mit der Karte? Okay, so kann ich noch verlieren, ich spiele aber trotzdem so. Dann gab es wahrscheinlich keinen Weg, auf dem du nicht mehr verlieren kannst, ne? Wahrscheinlich, aber ich kann sein, dass ich jetzt mit dem Zug Schneider verschenke übrigens. Nicht ausgeschlossen, aber man weiß es noch nicht. Erstmal Karo Dame spielen. Ja. Unterm Herz Ass zu dritt hat mein Kumpel gespielt, der Daniel. Du, ich bin schon froh, dass Herz Junge im Skat lag. Von Herz daher Ass. ist alles in Ordnung. Herz Bei Ass zu meinem viert natürlich. Ansonsten würde ich doch nicht solche gemeinen Drillingsunterzüge, die kenne ich gar nicht. Weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ach komm, Martin, mach. Mach, Martin. 20. Ach. Hep. Ich Hep hat habe er endlich mal gesagt. eine 7 gefunden. Hep hat er gesagt. Da bin ich aber mal gespannt jetzt. Hep. Hep, Hep, Hep. Kein schlechter, kann ja gleich sein. Zu wenig Karten? Das war herzlos. Hattest du eben auch schon nicht. Oh, da habe ich nicht präzise gespielt. Ich hätte Herz Ass spielen müssen. Ja, was So ist Scheiße. es. Ja, So. genau, was den gelegt haben. Was trotzdem preisig Das ist gewesen. aber hier wieder ein Herzschlagfinale, meine Herren. Zwei Spiele noch. Ja, 600, 607 Schneider noch. verschenkt. Wo kommt denn der Buddha jetzt auf einmal her hier überhaupt? Verdammt nochmal.
Jetzt wird es Zeit, dass ich in Vorhand nochmal eine gute Findung hochreiße. So, damit wir hier. Jawohl. Jawohl. Ja, das sieht gut aus, kann man sehen. Ich glaube, ich habe eine Liste gewonnen. Mal gucken, was jetzt noch passieren müsste. Abwarten, abwarten. Warte mal, wie hast du das gemacht davor, die Liste? Ich brauche jetzt was brauche ich denn überhaupt? Ein 120er. Reicht der schon? 120? Ja, ein 100. Ja, Ach, schon, lass mal. vor allem schon reicht der. Schon, ja. Ein 120 reicht genau, ne? 77. Ja, ein 5 120er. Punkte sind drüber. Also ich brauche So, pass sogar auf, pass auf. Monika, mach auch 116er. mitmachen. Wenn du Eddie nochmal vorne sehen willst, dann musst du jetzt auch mitmachen. 116er. Und Buddha Ja. kann auch noch gewinnen mit einem Du, ihr 200er. könnt ja alle reizen und ich krieg dann irgendwie mal Krang ohne Falls 3 auf Kugel, die wenn Rübe. da hast. Krang ohne 3 auf die Rübe. Buddha Das braucht einen 168er. Was darf ich denn noch? So, Hast du denn auch ausgerechnet, was ich jetzt verlieren darf? nee, das kann ich nicht ausrechnen. Nee, Das muss dann ich. passe ich lieber. So, ich habe. Wahrscheinlich. Die gute Nachricht ist, Moni, wir haben 4 Siebenen, leider nur. Und nur Herz Junge, also Gang mit Vieren oder Gang mit Dreien, Schneider. Wird das tatsächlich nicht? Nee. Yep. Eingepasst zum Ja. Ende. Zum Ende war die Luft raus. Ja, ja, Oh, ja. da habe ich ein bisschen Wiedergutmachung abgeleistet. Gute Karten gehabt, glaube ich. Gute Karten. Ab und zu mal ein Bäuerchen gefunden. Herrlich. Ja, meine Lieben. Also, ich habe ja euch das schon teils vorgelesen. Schaut euch ge gerne selber hinterher auf Twitch auch nochmal den Chat an. Ihr seid die gefeierten Stars und ihr werdet hier wieder erwartet. Und herzlichen Dank. Ja, ihr habt mich auf jeden Fall heute, Martin hat wirklich vorher schon annonciert, heute ist nicht sein Tag. Das hat sich dann mit dem Skat tatsächlich weitergespiegelt und ein bisschen bei Laune hat er Jo. mich gehalten. Also beim nächsten Mal bin ich nochmal motiviert auf jeden Fall. Okay, bis Okay. dann, macht's gut. Haut rein und einen Tschüss. schönen Abend. Moment, nicht sofort aus dem Meeting raus. Lasst mich erst mal